Hallo, ja, hallo, liebe Genussfreunde, ich grüße euch und ja, damit willkommen zum traditionellen Oktoberfestbier-Direktvergleichstest mit mir, den ja, Rumpelschrat in diesem Jahr. So, ihr seht schon, wir haben eine ganz andere Perspektive und was soll ich lange drum rumreden? Es ist mal wieder alles ein bisschen anders gekommen als geplant. Eigentlich wollte ich das hier draußen machen im Garten. Nur da draußen regnet es in Strömen, es ist kalt geworden und ja, somit müssen wir hier auf der Baustelle halt das Ganze zelebrieren. Ich hoffe, mit dem Licht und alles funktioniert es. So, die alten Hasen, die wissen schon, wie das jetzt hier ablaufen wird. Wir testen alle 6 Biere, ja, am Stück sozusagen im Direktvergleichstest. Und das ist immer ein Riesenspaß, eine Riesengaudi. Ohrzopft ist, heißt es so schön, mit den Oktoberfestbieren. Ich habe da richtig Bock drauf und ich bin jedes Jahr aufs Neue gespannt. Ja, wie sie schmecken dieses Jahr, ne, diese Saison. So, ja, ich denke mal, viel muss ich darüber jetzt gar nicht sagen. Die 6 Biere sind bekannt. Wir haben es ja mit dem Bierstil Märzen zu tun. Festbier, das sind halt die Vertreter aus Bayern, die alle ein bisschen würziger, ein bisschen kräftiger sind. Und da ist auch jeweils ein Festzelt, ne, auf der Wiesen dort in Bayern vorhanden. Und die Maßpreise sind ja auch wieder angestiegen. So, jetzt gibt es allerdings eine Neuigkeit, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Und zwar, ihr kennt bisher die 6 klassischen Biere. Und jetzt kommt noch ein siebtes dazu, nämlich dieses hier. Das Giesinger Festbier, eigentlich Oktoberfestbier. Aber dieses Jahr sind die nicht mit dabei. Die Voraussetzungen sind aber da. Die haben 150 Meter tiefen Brunnen direkt in Bayern. Das ist hier mit bayerischen Produkten gebraut. Das heißt also, was erzähle ich lange groß rum? Die hätten eigentlich die Voraussetzungen für ein eigenes Festzelt auf der Wiesn da. Ich habe versucht jetzt herauszufinden, warum sie dieses Jahr nicht da sind. Letztes Jahr war das wohl schon im Gespräch gewesen und dann haben sie das hier vertrieben oder so. Aber dieses Jahr war da doch recht still gewesen. Woran es liegt, weiß ich gar nicht. Also es kann sein, dass wir nächstes Jahr schon 7 Flaschen hier zu stehen haben. Ich tease das schon mal an. Dieses Giesinger hier. Ja. So, und das werden wir natürlich im Einzeltest dann probieren, um mal mitreden zu können, wie schmeckt das eigentlich. So, gut, ich lese jetzt nicht groß rum, was da hinten drauf steht, oder ach komm, machen wir es einfach. Die Zeit muss sein, es wird eh ein längeres Video. Starten wir mal mit dem hier. Was haben wir denn da? Da haben wir Spaten München Oktoberfestbier. Meiner Meinung nach hat sich hier nichts verändert vom Etikett. Das sieht, glaube ich, noch genauso aus wie letztes Jahr. So, was haben wir da? 5,9% Umdrehungen, Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakt haben wir da drin beim Spaten. Das wird dann Kandidat Nummer 1 sein. Was haben wir hier als nächstes? Augustinerbräu, Oktoberfestbier. Da haben wir Wasser, Gerstenmalz und Hopfen, kein Hopfenextrakt und 6,3% Umdrehungen. War übrigens wieder sehr, sehr schwierig zu beziehen. Hier geht der Gruß und Dank raus an den Micha. Ansonsten wäre das hier auch gar nicht möglich gewesen. So, das nächste. Auch hier hat sich, glaube ich, nichts verändert vom Etikett, oder? Ist das ein bisschen anders geworden? Löwenbräu, 6,1%. Wasser, Gerstenmalz, Hopfen und Hopfenextrakt ist drin. Dann kommt unser Favorit, müsste glaube ich aus dem letzten Jahr gewesen sein, war richtig lecker. Das ja legendäre Hackabschorr, 6% Umdrehungen. Ich glaube, hier ist ein bisschen was verändert worden, oder? Naja, 6% Umdrehungen haben wir drin. Wasser, Gerstenmalz und Hopfen ist drin. Hier klassisch in dieser Bügelverschlussflasche. Und ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das Etikett sieht ein bisschen anders aus, aber ich kann mich auch täuschen. Müsste ich mir jetzt das alte Video angucken, das habe ich natürlich noch nicht. So, dann haben wir hier auch ja den Klassiker, den gibt es immer zuerst im Supermarkt. Paulaner München Oktoberfestbier. Hier haben wir drin Wasser, Gerstenmalz und Hopfen, kein Hopfenextrakt und auch 6% Umdrehungen. Heute wird eine fröhliche Runde, aber ist ja Wochenende, passt schon soweit. Und zu guter Letzt haben wir hier noch das Hofbräu Oktoberfestbier. Ja, wie ich finde, auch mit dem schönsten Etikett. Also. Hier geht schon mal alleine nur vom Gebinde her, muss ich sagen, finde ich Hofbräu wieder am schönsten. Ich mag das da mit dem Riesenrad und sieht immer schön aus. 6,3% Umdrehungen
Und drin haben wir Wasser, Gerstenmalz und Hopfen und kein Hopfenextrakt. So, so viel erstmal dazu. Ja, habe ich mich ja schon gesagt. Ich würde mich, wenn es jetzt ums Gebinde geht und ich mich entscheiden müsste, würde ich auch hier wieder das ja, Hofbräu wählen. Ich finde, es sieht sehr schön aus. So, Öffner ist am Start. Ja, Ketterer sind netterer. Und ich spüle wieder meinen Mund vorher aus. Ist ja logisch, wir machen ja einen Direktvergleichstest. Bierstil sollte der gleiche sein. So, dann starten wir mal. Habt ihr denn Bock drauf, Freunde? Ne? Jetzt mal alle zusammen. Ortsaft ist. Na, 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 los. So, der Rumpelschrat. So, ich werde das so machen. Die Flaschen packe ich dann nach hinten, denke ich, dass ihr auch das Bier sehen tut, oder? Das ist, glaube ich, am sinnvollsten. So, warte mal, wie mache ich das? Genau, dann stelle ich die jetzt erstmal so nach hinten. Mal sehen, wie das optisch aussieht. Wie gesagt, das musste jetzt hier alles sehr, sehr schnell gehen. Wir müssen das Video wahrscheinlich auch in der Mitte wieder cutten, dass wir einen gezielten Schnitt machen. So sollte das eigentlich passen. So, wir fangen mal an mit dem Spaten. Kapsel ist hier. Ich mache mal auf. So, Entspannungsverdampfung kommt raus. Gut gekühlt sind sie alle. Ich mache mittleren Einschank. Ich hoffe, ihr erkennt es jetzt von der Beleuchtung. So, ich mache mal so ein bisschen, ne? Wir wollen ja auch ein bisschen was trinken hier heute. So, kann man das erkennen? Ah, schön, das kann man erkennen. Sehr gut. Was haben wir als nächstes? Augustina. Auch Kapsel bedruckt. Frisch sollten da eigentlich alle bleiben, weil, wie gesagt, ich habe die frisch aus dem Kühlschrank. Also das passt schon. Die Temperatur hier drin ist draußen verregnet. Hier drin ist richtig warm. Also das sollte soweit, denke ich, passen. So kann man was erkennen, ja. So, das ist Augustina. So, dann machen wir das nächste auf. Das wird heute wieder fröhlich, Leute. Metal. Ich freue mich schon. Nachher gibt es erstmal schön Death Metal auf den Ohren. Wie gesagt, Wochenende heute Freitag. So. Was sind das eigentlich? Löwenbräu. Oh, jetzt kommt das Hackabschor. Habe ich mal gespannt. Zack. Oh, hier kommt auch reichlich Entspannungsverdampfung raus. So, auch hier mittleren Einschank. So. Hä? Die sind so hell. Okay, hier scheint was nicht zu stimmen. Ich hoffe, das ist haltbar. Das sieht aber gar nicht gut aus. Aber da kommen wir gleich zu. So, was kommt jetzt? Paulaner. Oh, da kommt aber auch richtig dick Entspannungsverdampfung raus. Aber das qualmt richtig, du. So, auch hier mittlerer Einschrank. Und zu guter Letzt noch das Hofbräu. Auch hier Kapsel bedruckt. Mache ich mal auf. Auch hier Entspannungsverdampfung. Und auch hier kippen wir es ordentlich ein. Muss alles möglichst gleich sein. So. Zack. Gut, da haben wir sie. Ich erkenne die jetzt nur im Monitor. Das heißt, ich muss mal ganz kurz die Flaschen hier runterstellen. Das ist ja schon mal ein Vorteil, dass ich hier so ein bisschen Platz habe. Weil so, vielleicht lassen wir das sogar so, ne? Das ist doch viel geiler so, oder? So, was haben wir denn da? Also, ich schaue sie mir mal alle an und muss erst mal sagen, für diese ganze Einschankzeremonie ist es so, dass die schon wirklich extrem gut aussehen im Glas. Die sind alle frisch, frisch, frisch sind sie alle, weil das scheint mir tatsächlich mehr als letztes Jahr. Ist vielleicht Einbildung, ich weiß es nicht, aber die sehen erstmal alle exzellent aus, obwohl ich ein bisschen länger gebraucht habe. Schaut mal, das war das erste, das war das letzte und die halten sich extrem stabil. Also ich glaube, wir sind da uns einig, oder? Also das sieht schon mal sehr gut aus. Was ich auch auf den ersten Blick sofort erkenne, das ist die Perlange. Die ist wirklich hier beim Spaten, scheint es mir ein bisschen dicker zu sein. So die Perlung, ihr seht schon, wie das da so abperlt. Bei den anderen ist fast gleich, also sehr, sehr gleichmäßig. Wenn ich jetzt entscheiden müsste von der Perlange her, würde ich sagen, ist es Hofbräu, was hier am meisten Perlange hat. Also das perlt wirklich am meisten ab. Das scheint mir so am ja, spritzigen, sagt man so, von der Optik her zumindest zu sein. Ne? Ja, Blume, Spaten kriegen wir immerhin knapp zwei Finger noch raus, obwohl wir als erstes eingeschenkt haben. Augustiner genauso.
Ja, das hier ist sensationell. Das ist hier das Löwenbräu. Also das ist, guck mal, das macht noch von allen am besten die Figur. Da kriegen wir fast 3 fingerbreite Blume raus. Ja, also knapp 3. Das ist das Löwenbräu. Das sieht so vom Schaum her richtig stabil aus. Das Hackabschorn, muss ich sagen, sieht am schlechtesten aus. Und ich habe, hoffentlich ist es haltbar, aber ich habe nur eine Flasche aktuell, weil das sieht wirklich sehr traurig aus. Schaut mal den Vergleich. Das hier ist das Spaten, das hier ist Hackabschorn. Und Freunde, wisst ihr, was mir sofort auffällt? Das sieht dermaßen unlecker aus. Guck mal, das ist gar nicht mehr so dunkel wie sonst. Das ist viel heller. Und das ist fast tot. Also die Blume kriegt Risse, also perlt nicht richtig. Also ich finde, das Hackabschorn ist hier jetzt im Direktvergleich ja am traurigsten, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war letztes Jahr, glaube ich, unser Spitzenreiter gewesen. Ich grüße mal jemanden, den Andrew. Der wird uns bestimmt das Fazit vom letzten Jahr und von den ganzen Jahren zuvor hier wieder schön posten, sodass wir dann einen schönen Vergleich haben. Ne? Das ist ja hier unser Point Master, der Andrew, Gruß geht raus nach Köln. Also, ja, bitteschön, darfst gerne loslegen hier in den Kommentaren. Grüße auch an die Kids, ne, die freuen sich schon. Ja, Freunde, Optik, Ästhetik, was soll ich sagen? Gibt es noch etwas, was ich sagen könnte? Ja, das Löwenbräu, das ist mir von allem am hellsten. Also, das sieht so aus, das sieht so ein bisschen, wenn es jetzt nach verwässert geht, würde ich sagen, sieht das Löwenbräu so am hellsten aus. So, die größte Überraschung ist wirklich das Spaten, weil das sieht wirklich extrem geil aus. Obwohl ich es als erstes eingeschenkt habe. Und das Traurigste ist das Hackabschorn. Das sieht sehr traurig aus. Im Direktvergleich. Ne? Einzeln, keine Ahnung, aber im Direktvergleich. Hier ist der Beweis immer. Ne? Und ihr seht das eindeutig hier, da, was ist da los. Also ganz anders als letztes Jahr und vorletztes Jahr. So, also denke ich, haben wir schon mal Optik, Ästhetik soweit durch. Jetzt machen wir mal die Schnupperprobe. Jetzt wollen wir mal gucken, wie die alle riechen tun. Schön fruchtig, Malzkörper betont, fruchtig, leichte, süße Note rieche ich hier aus dem Spaten raus. Aber ich würde jetzt nicht groß eine Veränderung rausriechen wollen, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere. Spaten war immer eher so ein bisschen unauffälliger, aber ja, das ist auch schon mal gut. Das war Augustine. Da kennt ihr noch von den ganzen Vorjahren immer das Problem, was ich hatte bei dem Bier. Das scheint auch dieses Jahr besser zu sein. Leichte Zitrusnoten rieche ich wieder raus. Also da scheint auch einiges interessant zu sein. So, das sieht aber wirklich krass aus. Ne? Guck mal, das hält hier am längsten. Also das ist auch Löwenbräu ist das. Leichte, liebliche Note vom Geruch. Vom Bouquet her, aber auch ein sehr angenehmer Malzkörper. Das würde ich gerne mal mit dem Spaten vergleichen. Muss ich sagen, finde ich Löwenbräu vom Geruch her ein bisschen milder, aber lieblicher. Ja, hier rieche ich gar nichts. Oh, ich habe ganz bös, Freunde. Ich habe so ein Gefühl, dass das hier nicht gut ist. Riecht nach gar nichts. Sieht schlecht aus, sieht tot aus, riecht nach nichts. Ich glaube, ich habe hier Pech mit dem Hackabschorn. Ich habe leider keine zweite Flasche, ansonsten hätte ich jetzt eine zweite noch aufgemacht. Schade. Aber das scheint nicht normal zu sein. Das sieht auch anders aus. Ja, das. Also ich glaube, das Paulaner, das rieche ich immer raus, oder? Ja, das ist so Standard, ne? Also das ist so. Und was haben wir jetzt noch? Achso, und Hofbräu haben wir noch. Okay. Auch das würde ich gerne mal mit dem Spaten vergleichen. Löwenbräu, ja. Ah, so, Bouquet, Freunde. Also, rausfliegen tut das Hackabschorn, das riecht einfach nach gar nichts. Meiner Meinung nach Spaten und Augustiner unverändert. Also, sehr angenehmer Geruch. Beim Augustiner ist wieder so ein bisschen so mehr das Blumige, was so nach vorne kommt. Leichte
Nuancen kannst du rausriechen. Beim Spaten hingegen ist es wirklich so ein angenehmer Malzkörper. Also das ist so, das riecht auch irgendwie am intensivsten von allen. Also das ist so, wo ich sage, ja doch, eigentlich ist es angenehm. Ja, und die anderen da hinten, die riechen eigentlich so wie immer. Das ist so, also Paulaner würdest du, glaube ich, sofort erkennen vom Geruch her. Das ist so irgendwie, also das verändert sich nicht. Das ist so gleichbleibende Qualität, kommt mir vor. Das ist so, aber keins riecht schlecht. Ja, also die riechen alle frisch, lecker. Ja, die sind nicht so hopfenbetont. Da ist jetzt nicht so viel Hopfenaroma, was man rausriecht, aber eben den Malzkörper. Ne? Und leichte Fruchtnuancen, wie gesagt, bei den beiden hier und sehr schöne Lieblichkeit bei dem Löwenbräu. Wenn ich mich, glaube ich, entscheiden müsste, würde ich zwischen Löwenbräu und Spaten tendieren. Ja? So, und als drittes würde ich vielleicht hier hinten wieder das Hofbräu wählen, auf Platz 3, jetzt nur vom Geruch. So, Freunde, und nun wird es spannend. Jetzt probieren wir das auch noch. Probieren wir mal. Also, wollen wir mal anfangen? Mit was fangen wir an? Ich würde sagen, wir fangen hier einfach mal mit dem Spaten. Warte mal, ich drehe ihn mal um. Dann erkenne ich es besser. Soll ich Giesinger auch noch aufmachen? Nee, Quatsch. So, kriegt dann Hals nicht voll. Ne? So, ich fange jetzt mal an, ein bisschen Concentration mit dem Spaten Oktoberfestbier. Dieses Jahr Saison 2024. Ich bin mega gespannt, wie die schmecken werden. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohle, auf das Bier und auf den Genuss. Oh, zopft is. Oh, da steigen wir schon mal gut ein. Also eine große Veränderung zum letzten Jahr, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe oder generell mit dem Spaten, merke ich jetzt persönlich nicht, aber es schmeckt erstmal lecker. Das ist erstmal so, wo ich sage, doch, das kannst du den ganzen Abend trinken. Es hat auch wirklich eine interessante Qualität, hochwertig. Merkst du auch. Einzige, und das ist so, wo ich beim Spaten immer merke, das ist so dieses... Ja, man muss diese Würze mögen, ne? So, das ist so diese Seele, der Charakter, der Körper, den musst du halt beim Spaten mögen. Hat aber auch einen großen Erkennungswert. Also von dem her ist erstmal okay. So, ja, also das ist schon mal ein guter Einstieg. Augustina kommt jetzt. Jetzt bin ich gespannt, ob sie das jetzt hier mit diesem... Ich habe ja damals immer Schwefel gesagt, ne? Oh, 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 oh. Also da merkst du einen deutlichen Unterschied zum Spaten, merkst du sofort. Also das ist schon richtig geil. Ich weiß gar nicht mehr, wie es letztes Jahr so war, aber hier merkst du richtig geilen Getreidekörper raus. Also das ist richtig lecker, merkst du jetzt schon. Sehr harmonisch, Top-Qualität. Das ist wirklich, wo ich sage, boah, also das macht schon Spaß, ne? Also das ist so überraschend. Ich bin ein bisschen irre, merke ich gerade, wenn ich euch jetzt sage, wie spät es ist, Freunde. Das ist 9.20 Uhr morgens, also das ist geil. So, wir machen weiter mit dem Löwenbräu. So, was so lecker riecht, ne? Ja, das riecht lecker. So, dann wollen wir mal. Cheers. Schön lieblich. Stört mich ein bisschen hinten die säuerliche Note. Ansonsten auch erstmal gut. Frühschoppen hier. So, jetzt kommt Hackabschweiß. Bin gar nicht spannend. Also das sieht wirklich traurig aus. Es sieht wirklich, also dass das Hackabschor ist. Ich kann das gar nicht glauben. Das ist erstmal, es sieht nicht aus wie ein Hackabschor, es sieht tot aus. Kaum Schaum. Das ist traurig. Was ist da los? Und das riecht nach nichts. Man riecht da gar nichts raus. Das hat doch sonst immer so Malzkörper betont gerochen. Hm. Uff.
Interessant. Will mich noch nicht zu äußern, aber erstmal interessant. So, der nächste Kandidat, Paulaner. Dann testen wir mal Paulaner. So. Oh, sieht doch noch ganz gut aus. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohle. Cheers. Aha. Okay, will ich auch erstmal nichts zu sagen, aber ja, machen wir gleich. Machen wir mal, warte mal, das lasse ich mal kurz hier stehen, ein bisschen abseits. Und jetzt kommt Hofbräu. Dann haben wir alle erstmal durch. Mein Gott, das macht schon wieder Spaß hier, Freunde. So, dann machen wir mal Hofbräu jetzt hier. Ihr Lieben, auf euch, zum Wohle, Cheers. Sieht übrigens auch noch ganz gut aus. Haben wir als letztes eingeschenkt und sieht noch gut aus. Oh, das ist wieder. Das möchte ich auch hier stehen lassen. Time for Magic, Leute. Jetzt geht's los. Jetzt geht's an die Wurst. Also, im Einzelantrunk, im Einzelschluck, muss ich sagen, die haben erstmal alle eine hervorragende Qualität. Die sind alle hervorragend süffig und die sind alle für so ein Festzelt geeignet. Alle sechs. Da schließe ich jetzt keins aus. Wir wissen alle, ich erzähle es jedes Jahr. Da wird es aus einer Maß eingeschenkt, ne? Zack, trinkst du. Das ist ein sehr dickes Glas, das heißt Aromaspitzen, hedonistischer Hochgenuss gibt es da nicht. Da muss es robust sein, fettige Speisen aushalten, das muss auch ein bisschen länger stehen können und auch bewegt werden. Lichteinfluss, Temperatur, ich kürze es ab, das sind Biere, die sind zum Fluten da. Das heißt nicht zum Analysieren, nicht für den Hochgenuss, sondern für den fröhlichen Trinkspaß, ne? Oktoberfest, ne? Schön jodeln und machst du da los. Dennoch möchte ich aber, also das taugen sie alle. Da mache das, gebe ich 10 Punkte, 4, 6 Krone Bewertung. Das ist, die sind alle robust, die sind alle Top-Qualität. Aber da wir ein Genusskanal sind, wollen wir natürlich auch auf die einzelnen Nuancen, wir wollen das jetzt ja nicht weglöten, sondern auch auf die einzelnen Nuancen zu sprechen kommen. Und da gibt es tatsächlich Unterschiede. Und ich glaube, dieses Jahr habe ich es ein bisschen einfacher und das Video wird gar nicht so lange gehen, weil ich schon meine Entscheidung fast getroffen habe. Aber ich will noch ein bisschen konkreter reingehen, noch ein bisschen tiefer in die Analyse, weil ich glaube, da gibt es noch so ein paar Unterschiede. So, und da möchte ich ganz gerne mit dem Paulaner anfangen und mit dem Spaten. Und diesmal werde ich kein Wasser trinken, weil ich das natürlich jetzt direkt vergleichen möchte. Fangen wir wieder mit Spaten an. Ja, das ist erstmal eindeutig. So. Dann möchte ich ganz gerne das gleiche mit dem Hofbräu machen. Auch hier fange ich wieder mit dem Spaten an. Ja, das ist ganz eindeutig. Okay, das möchte ich hier stehen lassen. So, dann haben wir einen Löwenbräu, da möchte ich auch noch mal ganz gerne einen Schluck nehmen. Möchte ich mit dem Hofbräu vergleichen. So. Das hier ist das
Traurige hier. Tut mir leid, das ist... Also, ich kann euch schon mal sagen, Platz Nummer 6 geht dieses Jahr an das Hackabschor. Ich weiß nicht, woran es liegt, ob es an der Flasche liegt oder ob es am Bier liegt, an der Rezeptur. Aber das ist kein Vergleich zu letztem Jahr und auch kein Vergleich zu dem vorigen Jahr. Dieses Bier macht am wenigsten Spaß zu trinken. Es ist einfach jetzt verwässert, es riecht nicht, es sieht traurig aus. Es ist auch nicht so wirklich süffig und ich vermisse diese karamellige Süße, dieses schöne, ja, was so für Festbier, so wirklich, wo man sagt, so Mensch, das ist so ein Karamellbonbon, deutliche Aromaspitzen, all das finde ich dieses Jahr hier drin nicht. Also das ist so mit viel Fantasie könnte man ein bisschen Lieblichkeit, ja, reininterpretieren, aber da muss ich sagen, die anderen Jahre fand ich es einfach besser. Deswegen ist 2024 das Hackabschor bei mir auf Platz Nummer 6 gelandet. Stelle ich dann auch gleich mal hier hin. Mit dem Test sind wir fertig. So. Dann geht's weiter. So, es ist jetzt nicht ganz so einfach. Da bin ich mir eigentlich schon ziemlich sicher. Da will ich aber noch mal kurz testen. Ich fange jetzt mal mit dem Augustiner. Mit dem Paulaner. Ja, Platz Nummer 5. Geht an das Löwenbräu. Das ist mein Platz Nummer 5 2024. Eigentlich ist soweit alles in Ordnung, aber im Direktvergleich mit den anderen Bieren finde ich das nicht wirklich aussagekräftig. Es riecht sehr lecker, es ist ein sehr intensiver, lieblicher Geruch, den ich mag, aber auf der Zunge wird es schnell langweilig. Ja, wenn du kannst es trinken, aber wenn du die Wahl hast, würde ich persönlich, ich sag mal Geschmackssache, würde ich jetzt nicht in dieses Festzelt gehen. Da vermisse ich dann schon noch so ein bisschen was. So. Ja, so, jetzt will ich mich nochmal hier um den Kandidaten kümmern, um den Spaten. Weiß nicht so richtig, wie es... Hier will ich... Das muss ich auch noch mal anders vergleichen. Moment mal, Freunde, wir müssen mal kurz einen Break machen. Also kurz Wasser trinken, weil ich will das noch mal jetzt anders vergleichen. Ich will noch mal kurz mit dem Hofbräu... Ja, Platz Nummer 4 geht an das Paulaner Oktoberfestbier, an dieses hier, auch mit einem schönen Etikett. Besser als Löwenbräu, aber nicht ganz so gut, wie ich finde, wie das Hofbräu. Begründung möchte ich ganz gerne geben, in dem Malzkörper liegend. Also ich finde, das Hofbräu, das hat so eine sehr angenehme, sanfte Note, also vom Trinkverhalten nicht nur her, sondern hat auch wirklich so eine, ja, so eine angenehme Note, die einfach Spaß macht, irgendwie auf der Zunge zu trinken. Es läuft runter wie Öl, leicht butterig, ein bisschen Keksaroma ist da noch mit drin im Malzkörper. Das finde ich sehr, sehr schön. Ich mag diese Lieblichkeit, die ich sonst immer im Hackabschor drin hatte. Das ist auch ein Massengeschmack, würde ich sagen. Also damit wirst du kaum jemanden vergraulen. Das ist ein, ich glaube, das wird sehr, sehr vielen schmecken, weil es auch so schön angenehm zu trinken ist und auch trotzdem aber Aromaspitzen drin hat.
Deswegen die Entscheidung. So, drei bleiben übrig, Freunde. Das heißt, es geht jetzt um die Top 3 und da machen wir jetzt eine kleine Pause und dann sehen wir uns jetzt gleich wieder auf dem Siegertreppchen. Welcome back, da sind wir wieder auf dem Siegertreppchen. Jetzt geht's um die Wurst, um die ersten drei Plätze. Und ja, übrig bleibt Hofbräu, Augustiner und Spaten. Und dazu, das wird jetzt ein bisschen schwieriger, weil die wirklich alle drei richtig lecker sind. Und auf der Wiesn hätte ich wirklich Schwierigkeiten, mich zu entscheiden. Aber ich muss es in diesem Video wie jedes Jahr tun. Und aus dem Grund will ich mir jetzt auch ein bisschen Zeit lassen, um das wirklich auch nochmal genau herauszuarbeiten. So, und da will ich jetzt erstmal den Unterschied nochmal kurz zwischen dem Spaten und dem Augustiner ganz gerne testen wollen. Ich fange wieder mit dem Spaten an. Wirklich eine schöne Kombination aus Würze und Fruchtigkeit. Finde ich richtig gut und du schmeckst Qualität raus. Finde ich sehr, sehr geil. Das ist auch extrem hochwertig, ne? Das ist schon. Das hat mir, also von allen Bieren, ich glaube, da ist es Augustiner wirklich ein Paradebeispiel. Von allen Oktoberfestbieren. Da ist es Augustiner, was in allen, wirklich in allen Bereichen immer eine ganz eigene Fahrspur hat. Sei es eine positive oder eine negative, weil negativ hatten wir auch schon mal ein paar Jahre gehabt. Aber das schmeckst du aus allen wirklich raus. Das ist so eine eigene Marke und das finde ich eigentlich ganz gut. Schwierig, Freunde, sehr, sehr schwierig. Oh, wir hatten das schon mal gehabt. Also, es ist wirklich. Es ist eine persönliche Geschmacksgeschichte, ja. Also ich würde das Augustiner ganz gerne auf Platz 3 wählen würden. Eigentlich hätte es Platz 1 verdient, weil es hat ein Alleinstellungsmerkmal. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele diesen eigenen Charakter nicht mögen. Ja, also ich versuche auch immer ein bisschen objektiv auch für euch so ein bisschen mit zu bewerten. Und ich könnte mir vorstellen, dass viele sagen, ja, das ist schon ein bisschen zu speziell, da musst du schon Gaumen für haben, ist vielleicht nicht so massentauglich. Es ist eigentlich ein Platz 1, machen wir uns mal nicht vor, das ist schon extrem geil. Also du musst dir auf jeden Fall 6 Flaschen holen, das kommst du nicht dran vorbei, das musst du irgendwie auftreiben, das ist einfach, das gehört zum Oktober dazu. Ich meine, hey, hallo, wir reden hier von Augustiner. Ja, das ist einfach zu eigen. Das schmeckt einfach anders als die ganzen anderen. Ich glaube, das wirst du nicht im Massengeschmack mittreffen, weil das hat zu viele Aromaspitzen drin, wo ich denke, auf dem Festzelt, das ist zu speziell. Das werden viele wahrscheinlich nicht so drauf klarkommen. Da musst du schon so ein Liebhaber für sein. So, mein Platz Nummer 3 2024, Augustiner. So, übrig bleiben noch 2 Biere. Einmal Silber, einmal Gold. So, und jetzt wird es noch schwieriger. Da möchte ich ganz gerne noch was trinken. So, und da haben wir jetzt, wie fangen wir da an? Da möchte ich diesmal ganz gerne mit dem Hofbräu nochmal anfangen. Das übrigens immer noch gut aussieht hier. Ich mag das. Also irgendwie, das kommt mir übrigens so vor, so wie ob das, was vorher im Hackabschor drin war, jetzt hier im Hofbräu drin ist.
Ja, das ist massentauglich. Lecker. Das schmeckt wirklich gut. Das ist richtig geil. Das ist wirklich richtig geil. So, und hier hast du es für einen Hedonisten, ne? Hier hast du so für einen, wie sagt man, für jemand, ja, der extrem Wert auf so Exklusivität, auf Aromaspitzen, auf so die feineren Nuancen, die da drin sind. Da hast du dann hier sozusagen so dein Bierchen, Oktoberfestbier gefunden. Schade, dass man Platz 1 nicht doppelt belegen kann, weil dann hätte ich tatsächlich hier doppelt gewählt. Weil, ja, die sind extrem geil, die sind beide geil. Bevor ich jetzt gleich auf Silber oder Gold zu sprechen komme, möchte ich nochmal ganz kurz erwähnen, bitte zuhören, das ist jetzt ganz wichtig, weil das ist einmal meine persönliche Geschmacksnuance, wie ich sie jetzt hier im Augenblick wahrnehme, aber auch den Vergleich, dass ihr versteht, wo jetzt der Vergleich, ja, zwischen den beiden ist, warum ich es auch begründe. Beim Hofbräu sehe ich das so, dass es robust ist, qualitativ hochwertig, es hat sehr schöne Nuancen und ich glaube, du wirst im Vergleich mit dem Spaten jetzt hier mehr Leute ins Festzelt reinbekommen, weil vom Geschmack her das massentauglicher ist. Das heißt also, du wirst den Massengeschmack treffen, du machst damit nichts falsch. Du machst immer alles richtig hier mit dem Hofbräu dieses Jahr. Beim Spaten ist es so, und das merkst du auch, wenn du jetzt die beiden direkt, vielleicht machst du ja mit mir zusammen diesen Test, trink mal bitte das Augustiner, trink mal das Hofbräu und jetzt, nimm mal drei Schlucke insgesamt, jeweils ein Schluck. Fang mal mit dem Augustiner an. Merkst du? Da sind Nuancen bei, die in keinem anderen drin sind. Das ist sehr exklusiv. Das ist wirklich so für Experten, sage ich mal. Jetzt hast du einen Spaten. Das hat einen interessanteren Malzkörper, ist mehr lieblich, ja, trotzdem würzig, genauso wie das Augustiner. Nur es ist nicht ganz so speziell, ja. Und dann hast du sowas wie das Hofbräu und dann merkst du halt, geil, doch, wenn du Malzkörper magst, schönes Festbier, ein bisschen was Kräftigeres, aber nicht eine Alkoholkante oder sonstiges, dann bist du da beim Hofbräu mit bei. Und somit, Freunde, ist meine Entscheidung gefallen. Platz Nummer 2, Silber, bekommt das Spaten Oktoberfestbier dieses Jahr. Ich glaube, es ist die höchste Bewertung, die wir jemals hatten beim Spaten. Und mein Spitzenreiter 2024 ist tatsächlich das Hofbräu. Jetzt muss mir der Andrew helfen. Ich weiß gar nicht, war das schon mal auf Platz 1 irgendein Jahr? Ich habe keine Ahnung. Aber ich würde das trotzdem auf Platz 1 wählen wollen. Ein sehr, sehr geiles Oktoberfestbier. Und zwar von den Charaktereigenschaften ist es genau das, was damals oder letztes Jahr und vorletztes Jahr im Hackabschor drin war. Ja, also genau dieses süße, karamellige, leicht blumige, ja, das ist so, wo ich sage, wow, Schulz, das ist das, was Spaß macht. Also, wissen wir Bescheid, wo wir den Kasten holen müssen. Kasten Hofbräu packt da auf jeden Fall ein, oder würde ich mir nur einen zweiten Kasten zusammenstellen, würde ich Hälfte Spaten machen, Hälfte Augustiner, dann habt ihr alles richtig gemacht. Ja, und ich hoffe für 2025 zwei Dinge. Einmal, dass mein geliebtes Hackabschor, was ich immer so geil fand, nächstes Jahr wieder die Qualität hat aus dem letzten und vorletzten Jahr, dass es wieder kräftiger von der Farbe ist, mehr lebendig aussieht, mehr schönere Nuancen ja, einfach zu bieten hat als dieses Jahr. Das ist ja wirklich ein Schlusslicht. Und hier, dass die nächstes Jahr endlich das Glück haben, Festzelt auf der Wiesn zu haben, sodass wir dann auch noch das Giesinger testen können als siebtes Oktoberfestbier. Weil, wie gesagt, die Voraussetzungen sollten da in München eigentlich erfüllt sein. Ja, Fazit von dem Test. Ich bin mega zufrieden. Ich habe mich riesig gefreut, diesen Test für euch wieder zu machen. Ich liebe das immer. Direktvergleich ist spannend. Verzeihung wegen, ja, wie das jetzt hier aussieht. Jedes Jahr ist es immer ein bisschen anders. So schlecht fand ich es jetzt gar nicht, weil man kann die Flaschen hier so hinstellen. Das finde ich eigentlich auch recht gut. Und vom Test selber muss ich sagen, wow, was mache ich heute noch? Habe ich schon erwähnt. Ich werde mich darum jetzt kümmern. Ich habe jetzt hier 6 offene Biere. Es ist aktuell
9 Uhr, ne, exakt 10 Uhr in Deutschland. Da könnt ihr das sehen. 10 Uhr. Ist an? Ja. 10 Uhr in Deutschland. Ich habe frei. Ich werde mir jetzt ein schönes Brutal Death Metal Album raussuchen. Werde mir schön Gegrunze anhören und mich an diesem schönen Hofbräu hier Oktoberfestbier freuen. Und dann werde ich das genau in dieser Reihenfolge austrinken. Das wird also heute noch ein lustiger Tag. Ich werde genießen. Mein Gott, das ist aber wirklich lecker dieses Jahr. Freunde, ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wenn euch das gefallen hat, schreibt ruhig mal ja, in die Kommentare rein, wie eure diesjährige Reihenfolge ist. Würde mich wirklich interessieren. An den lieben Andrew nochmal danke im Voraus, dass du das schon so sortierst, ne, sodass wir mal einen Vergleich haben. Ja, und an alle anderen Zuschauer, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich über ein Like und ein Abo freuen. Und ja, bis dann demnächst. Ne? Tschüss, der Rumpelschrat.